Rufen wir sie doch einfach auf die Bühne. Bitte einen großen Applaus für Manuel und Daniel. Hi. Ja, ich werde schon mit Spannung erwartet hier. Und ich habe ja noch ein, zwei Sachen vielleicht, die wir vorher ein bisschen bequatschen, bevor es dann weitergeht musikalisch. Ich möchte natürlich auch die Persönlichkeiten immer in den Vordergrund stellen, die da sind. Ja, also das ist einmal das Duo The Inner Voice. Sag kurz vielleicht zur Erklärung, wie seid ihr zu den Namen gekommen? Ja, The Inner Voice, das passt eigentlich ganz gut zu unserer Musik, denn sie kommt sehr aus uns raus, aus unserem Tiefsten sozusagen, aus unserer Seele. Also es ist eine sehr emotionale Musik, würde ich sagen, und deswegen passt The Inner Voice eigentlich ziemlich gut zu uns, hatten wir uns so gedacht. Wie siehst du das? Passt das? Ich muss gerade Folgendes feststellen. Ich habe das so, in der Form hatte ich das noch nicht in der Primetime hier, aber jetzt gerade, wo ich den Sonnenuntergang gesehen habe und auch das Interesse hier, was im Raum ist, auch die Musik, das passt sehr, sehr gut und dann passt auch das, was du gesagt hast, das sind so Dinge, die vom Herzen kommen. Jetzt sind es so Dinge, die vom Herzen kommen, hier auf See, wie lange seid ihr jetzt hier da gewesen, übrigens? Also ganz überschaubar, eigentlich so 5,5 Wochen, das ging. 5,5 Wochen. Und du hast eine ganz besondere Reise, denn du hast deine Familie hier an Bord, oder? Ja, das ist wirklich eine ganz große Freude. Wo sind die denn? Ja, meine beiden Töchter. Wo ist eigentlich die große Tochter? Und wie ist das so, dass an Bord arbeiten und Familie haben, ist das stressig oder ist das komfortabel? Also ich muss sagen, für mich ist es so, ich habe im Grunde jetzt alles hier, was ich brauche. Also wenn die Familie zu Hause ist, vermisse ich meine Familie schrecklich doll. Und es ist unglaublich schön, dass sie hier sind. Und gleichzeitig können wir hier auf dem tollen Schiff arbeiten, unsere Musik machen. Und das ist eigentlich fast so ein bisschen schön. Fast so ein bisschen schön. Ja, schön formuliert. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, Sie sind gespannt, was da alles passieren wird. Also der Initiator, diese beiden jungen Menschen haben sich ganz was Besonderes einfallen lassen und das auch so ein bisschen angetrieben. Und das finde ich das Schöne an der Sache, dass man einfach die Zeit nutzt, auch ob gleich Familie da ist oder, dass man die ganzen Kompetenzen und Talente, die hier schlummern, einfach nutzt.